So, herzlich willkommen, guten Abend. Ich freue mich sehr, heute den ersten Vortrag in der Reihe Designblicke hosten zu dürfen und darauf heute mit Jan Schwuchow über seine Arbeiten zu sprechen. Zur Orientierung einmal vorab, ich werde ungefähr 5 Minuten eine kurze Einführung geben, dann wird Jan rund 1 Stunde sprechen und danach gibt es dann Zeit für Fragen, gerne auch von Ihnen. Die können Sie auch während des Vortrags natürlich schon in den Chat reinschreiben. Ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist Julia Mehr und ich leite seit gut einem Jahr die Sammlung Grafik und Plakat im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, dem MKG. Und eine meiner Aufgaben, eine meiner liebsten Aufgaben, ist, die Sammlung zu erweitern, also Arbeiten anzufragen von GestalterInnen. Und da habe ich Kontakt mit Jan aufgenommen, weil ich seine Arbeiten seit Jahren verfolge und es hochgradig relevant finde, im Bereich Infografik zu sammeln. Denn es gibt ja sehr unterschiedliche Designverständnisse und ich hatte selbst immer eine große Sympathie für die Haltung, dass Design, insbesondere Kommunikationsdesign, also das Grafikdesign, eben auch aufklären und bilden soll. Und ja, muss eigentlich. Und das tun Jans Arbeiten eben in vorbildlicher Weise und sind auch zudem auf formaler, also auf ästhetischer Ebene immer sehr angemessen, sehr klar und eingängig. Und darüber hinaus, das finde ich auch noch faszinierend, eben sagenhaft gut recherchiert, und zwar von ihm selbst. Und diese Kombination aus Ethos und gestalterischer und journalistischer Kompetenz beeindruckt mich immer wieder, wenn ich die Arbeiten anschaue und freue mich sehr, heute Abend meine Begeisterung hier mit Ihnen teilen zu können. Anlass für den Vortrag ist, dass Jan Schwuchow dem MKG, dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, ein sehr großes Konvolut seiner Arbeiten übergeben hat. Dabei handelt es sich um eine Schenkung, aber weil Jan die Arbeiten sehr gut vorstrukturiert hat, uns viele Informationen, die für die Inventarisierung wichtig sind, gegeben hat und wir ihn auch noch verpflichtet haben, hier heute seine Arbeiten zu erläutern, hat er eine Aufwandsentschädigung bekommen von der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen. Und da möchte ich sehr herzlich danken, einerseits dem Geschäftsführer Arndt Klipken, aber auch Verlene Eberling, die mir bei allen Fragen immer sehr unkompliziert und hilfreich zur Seite steht. Und natürlich allen Fördernden. Für alle, die die Stiftung Hamburger Kunstsammlung nicht kennen, sie wurde 1956 gegründet und macht es dem MKG bis heute möglich, regelmäßig Arbeiten anzukaufen, denn wir als Museum selbst haben gar kein Ankaufsbudget. Und insofern sind wir sehr dankbar und angewiesen auf die Unterstützung von der SHK und anderen fördernden Institutionen. Und die SHK ist so aufgebaut, dass sie viele fördernde Menschen zusammenbringt und die dann zweimal im Jahr in einem Kuratorium entscheiden, welche unserer Ankaufsvorschläge dann tatsächlich umgesetzt werden. Und die Ankäufe gehen dann als Dauerleihgabe in die Sammlung ein. Und insofern ist mein Wunsch nach einer Aufwandsentschädigung so ein bisschen aus den Förderrichtlinien rausgefallen. Und umso mehr danke ich der SHK und allen Fördernden, dass sie sich darauf eingelassen haben. Denn die Arbeiten von Jan sind wirklich ein unschätzbarer Gewinn für die Sammlung und ich weiß gar nicht, wie man das genau benennt, so eine Mischung aus stolz und erleichtert, dass sie jetzt hier bei uns in der Sammlung sicher bewahrt werden und auch gebündelt bewahrt werden und eben auch zugänglich gehalten werden für die Öffentlichkeit, weil wir eben eine öffentliche Institution sind und möchte an der Stelle auch nochmal meinem Team danken, die nämlich dann für die Digitalisierung und Inventarisierung zuständig sind. Dank auch an dich natürlich, lieber Jan, einerseits nochmal für das Vertrauen in das Museum und heute sehr konkret dafür, dass du dir die Zeit für den Vortrag nimmst. Denn ich finde es so wichtig, neben den Arbeiten eben auch die Stimmen der GestalterInnen zu archivieren, damit eben auch so die Arbeitsweise und die Haltung und die Wirkungsintention, die hinter den einzelnen Arbeiten steht, nachvollziehbar und erhalten bleiben. Darum machen wir auch als Information eine Aufnahme dieses Vortrags, weil wir quasi jetzt eine Archivalie, ein Dokument für unser Archiv produzieren. Wir machen die Aufzeichnung aber so, dass nur die aktiv Sprechenden sichtbar sind und aufgezeichnet werden. Das heißt, die können getrost auch alle ihre Kameras anmachen, ohne dass sie fürchten müssen, dass das jetzt für die Ewigkeit bewahrt wird.
Und ich glaube, Jan und alle anderen freuen sich auch, wenn sie die Kamera anmachen, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, da sind Menschen und nicht nur die kleinen schwarzen Kistchen. Insofern, ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, Jan wird heute 5 Projekte vorstellen und dadurch, dass die ein relativ breites zeitliches Spektrum abdecken, wird so quasi nebenbei auch noch seine Biografie deutlich und, was ich auch interessant finde, so die ästhetische und technologische Entwicklung der Infografik in Deutschland. Also welche Tools werden auch verwendet, was tut sich da? Und ja, weil es ist einfach so, Jan ist lange dabei und ich glaube, man kann sehr entschieden sagen, gehört zu den wichtigsten GestalterInnen im Bereich Infografik und hat die Entwicklung und auch die Popularisierung sehr entscheidend mitgeprägt. In diesem Sinne spare ich mir das Verlesen deiner beeindruckenden Biografie und bitte dich, uns als erstes eines deiner auch ersten Projekte vorzustellen, das du damals für den Stern durchgeführt hast. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich bin, glaube ich, mega stolz, dass ihr meine Arbeiten da aufgenommen habt und genau, freue mich jetzt auch ein bisschen was dazu zu erzählen, weil es gibt natürlich, haben wir uns ja ausgesagt, jetzt so 5, ich habe 6 Sachen tatsächlich rausgesucht, die ich besonders liebe, so meine Favoriten und wo ich auch sehr viel zu erzählen kann. Genau, ich teile jetzt einfach mal und lege dann los. Genau, so. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja. Wunderbar, genau. Ich habe das Visual Stories mal genannt oder Infografiker ist ja das ganz Klassische. So hast du mich ja eben auch angekündigt. Es gibt ja so viele verschiedene Begriffe für das, was wir machen. Aber mit Infografiker fühle ich mich nicht unwohl, sondern das bin ich einfach. Ich bin Infografiker. Bevor ich das Projekt zeige, will ich nur ein Bild zeigen, was jetzt schon über 30 Jahre her ist, wo ich quasi beim Stern angefangen habe, noch kurz nach meinem Abitur und Bundeswehr, bevor ich 1992 in Hamburg angefangen habe zu studieren, an der Armgardstraße, wie es damals noch hieß. Und das steht sinnbildlich dafür, dass ich eben diesen Journalismus schon sehr früh gerochen habe. Und bevor ich überhaupt studiert habe, hatte mich das Thema Journalismus schon gefangen. Also ich habe dort im Grafiklabor angefangen, habe in allen Abteilungen gearbeitet und bin dann am Ende eben bei den Zeichnern, hieß es damals, hängen geblieben. Das waren nämlich die Zeichner und nicht die Infografiker. Das kam erst so 1993 auf das Thema. Und dafür steht es auch sinnbildlich dafür, dass ich im Prinzip diese ganze Entwicklung und den Hype der Infografik gut miterlebt habe. Und eben auch den Einzug der Computer, weil hier kopiere ich an einem Minolta-Kopierer. Ich habe Schriften gesetzt auf so einem Belichtungssystem. Wir haben geschnippelt, geklebt. Also Computer waren dann noch gar nicht dabei. Und das, da bin ich eigentlich auch sehr stolz auf, dass ich diese ganze Entwicklung damals mitgemacht habe und eben diesen Journalismus eingeatmet habe. Da ich ja auch gerade 2 Semester Professur gemacht habe an der FH Potsdam, war es auch ganz schön, meinen Studenten zu erzählen und sie zu beruhigen, weil zwischen diesem Bild und jetzt diesem nächsten Projekt, was ich zeigen werde, nämlich dem Neandertal, da liegen tatsächlich einige Jahre dazwischen, nämlich genau genommen 7 Jahre. Und ich sage immer, es hat bei mir so 6 Jahre gedauert, von 1993 bis 1999 beim Stern, hauptsächlich beim Stern, dass ich das Gefühl habe, ich kann das, ich bin da gut in dem, was ich mache. Also das braucht einfach Zeit und man muss sehr viele Infografiken machen. Das erste Projekt, was ich ausgesucht habe, das Neandertal, steht für Recherche, wo mich der Stern ja auch sehr geprägt hat, eben als Journalist der Sache auf den Grund zu gehen. Und das in diesem Fall wortwörtlich, weil es gab dieses Thema, das Neandertal, da werden nochmal Ausgrabungen gemacht nach dem Neandertaler, nach den Resten aus der Höhle des Neandertalers und wir sind dort so mit als Team mit Redakteur und Fotograf durfte ich dann auch mitgehen. Das war relativ selten, dass ein Infografiker auch mitzog, aber ich habe es ein paar Mal gemacht in meiner Karriere dort und wir haben die Ausgrabung besucht. Und dann war es eben so, dass die Ausgrabungen noch gar nicht angefangen hatten, als wir da waren, obwohl man uns das gesagt hat und wir brauchten eine Geschichte für den Stern. Und dann ergab sich etwas, was für mich ein Traum war, nämlich ich durfte da mitmachen bei den Ausgrabungen. Aber jetzt zeige ich erstmal so ein bisschen, wie das eigentlich anfängt. Das heißt, man bekommt dort vor Ort von dem Professor, der die Ausgrabung gemacht hat, der Archäologe, von dem bekommt man solche Zeichnungen. Man sieht das Tal, das Neandertal damals als Ölgemälde. Das war ja ungefähr, ich glaube, 1850 oder 51 oder sowas, als er entdeckt wurde.
Und dann mache ich mir eben ein erstes Bild der Sache. Und unten rechts sieht man so Skizzen. Das war noch ein Dokument, was ich zum Glück noch hatte, wo ich vor Ort mir einige Skizzen mache, um zu verstehen, was passiert da eigentlich überhaupt. Und das Besondere war, dass eben diese Höhle, die es damals gab, die war ja abgetragen durch den Kalk für die Verhüttung im Ruhrgebiet. Man brauchte dieses Kalk und so hat man auch diese Höhle da entdeckt mit dem Neandertaler. Man hat diesen Sand aus der Höhle auf den Boden geschüttet. Das sieht man oben rechts in der Grafik. Und dann buddelt man heute dort eben unter dieser Schicht nochmal nach dieser Sandschicht. Und jetzt sieht man nämlich das nächste Bild. Da sieht man mich, der Archäologe und seine Gehilfin, gucken zu, während ich mit Horst Winterroth, dem Redakteur vom Stern, weil der Archäologe hatte gesagt, also wenn ihr eine Geschichte haben wollt, dann müsst ihr mitmachen. Und da ging für mich natürlich ein Traum in Erfüllung, dass ich auch mal Archäologe spielen darf. Und man sieht dort eben auch diese helle Schicht dort unten, das ist genau der Sand, der aus der Neandertalhöhle dort runtergekippt wurde. Und als wir an die Schicht kamen, habe ich auch tatsächlich ein Werkzeug des Neandertalers dort gefunden und ausgegraben. Da sieht man noch, wie schön jung ich damals war und wie gut ich aussah. Das Besondere war, was mich besonders stolz gemacht hat, auf der Tüte wurde dann mein Name als Ausgräber dann aufgeschrieben. Und man sieht das, 17.04.2000 war das. Und ja, also das hat mich sehr beeindruckt, weil ich eben tatsächlich Hand angelegt habe und wirklich das Thema gespürt habe und dann dazu eben die Grafik machen konnte. Dann hatte ich danach ein paar Tage Zeit, das war höchstens eine Woche Zeit, die ich hatte, wahrscheinlich eigentlich nur ein paar Tage, um die Grafik dann umzusetzen. Da gibt es dann nur das Endergebnis, das zeige ich natürlich auch. Das sah dann so aus. Das hatte ich damals mit einem 3D-Programm gemacht. Und ich habe eben die, weil das heute alles Waldgebiet dort ist, man würde sonst nur Wald sehen, habe ich eben mich entschieden, das so wie eine Architekturlandschaft alles weiß zu machen, so wie es heute ist. Dort gibt es auch das Neandertal-Museum. Ich glaube, man kann meine Maus sehen, ne? Das Neandertal-Museum gibt es heute da. Das habe ich dann eben auch noch mit einbezogen. Und man sieht das Tal von 1850, genau, steht ja da oben. Und von heute und den Schnitt, so, und dann habe ich das so ein bisschen erklärt, so gut es eben ging. Was aber auch, also das ist jetzt nicht eine besonders schöne Grafik für mich, aber sie hat funktioniert. Sie hat vor allen Dingen mit diesem Landschaftsprogramm, das Programm Bryce, das gibt es heute gar nicht mehr oder nur noch sehr veraltet von Kai Krause damals, ein Softwarepionier, mit dem man sehr schnell Landschaften bauen konnte. Und dort habe ich mich halt reingefuchst in das Programm und konnte das eben sehr schnell bauen. Und diese Grafik ist deswegen auch besonders, weil wir haben ja damals vom Stern, ich glaube 1999, angefangen, große Doppelseiten-Infografiken zu machen, also ganz formatig und die auch eben in das Layout einziehen zu lassen. Man sieht, das ist eben ein Teil einer ganzen Strecke und das ist für mich eigentlich auch als Gestalter immer wichtig, wo findet meine Grafik statt, in welchem Kontext, was ist davor und was ist dahinter. Und hier musste ich mich mit dem Layouter eben zusammen abstimmen. Das passiert normalerweise nämlich auch nicht, sondern es war auch immer ein Kampf mit verschiedenen Gestaltungsgattungen, sage ich mal. Aber der Layouter macht halt das Layout, der setzt halt diese Texte dort rein, die Spalten, und er setzt auch dieses Bild rein und er schreibt auch die Headline. Und das sind solche Sachen, wo ich dann auch gerne Einfluss hätte, dass ich sage, ich möchte auch gerne die Headline texten oder sie muss zumindest auch für die Grafik passen. Und hier passte das dann ganz gut, modernes Haus für alte Knochen. Das ist eine schöne emotionale Headline, die nochmal das Neandertal-Museum heute zeigt, was dort vor Ort ist. Genau, das war das Besondere eigentlich an der Grafik, dass auch dieses, dass ich das erste Mal auch mit diesem Tool ausprobiert habe und das begleitet mich eigentlich meine ganze Karriere lang, dass es immer wieder neue Tools gibt und man muss als Gestalter da immer achtsam sein und alles ausprobieren, sich reinfuchsen und weit mehr machen, als man das normalerweise so kennt. Ja, das zu dem Thema Neandertal. Wolltest du, Julia, da noch was fragen oder wollen wir das am Ende machen zu den einzelnen Grafiken? Wenn ich darf, gerne. Ja. Weil du eben gesagt hast, ihr hättet da gerade angefangen beim Stern, diese ganzheitlichen Infografiken zu integrieren. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen positionieren. Also war das schon völlig normal, Infografiken zu machen oder war das tatsächlich noch eine Sache, die jeweils mit der Redaktion erkämpft werden musste, dass sowas dann integriert wurde?
Ja, interessanterweise gab es Infografiken schon immer. Und ich habe auch damals im Archiv vom Stern alte Infografiken gefunden, nämlich aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wo der Herr Radke dort eben Infografiken gezeichnet hat, auch im großen Stil. Das ging dann über ganze Doppelseiten. Und das ging dann irgendwann in den 80er Jahren wieder verloren. Also der Stern war sehr fotolastig. Und Infografiken spielten eigentlich immer eine kleine Rolle. Das heißt, es war so eine kleine Grafik, die dann irgendwo noch in der Ecke war, eine kleine Karte oder so. Und wir fingen dann wieder an, eben großformatig die Themen auf eine ganze Doppelseite zu packen. Manchmal auch über mehrere Doppelseiten oder zum Beginn des Irakkrieges, wo es keine Bilder und gar nichts gab, habe ich drei Doppelseiten Karten gemacht. Und das war schon sehr neu. Also das kam damals auch auf. Also auch international konnte man sehen, da war Time Magazine, Newsweek in Amerika, die hatten auch, das war immer so unser Battle mit denen. Auch international um Preise. mit denen haben wir uns dann immer ja, gebettelt um eben so doppelseitige Infografiken. Das kam damals auf. Das war so um die Zeit eben 2000. Genau. Danke dir. Ich sehe jetzt keine Fragen im Chat. Ich würde deswegen gucken, dass Ja. wir erstmal mit deiner Präsentation durchgehen, am Ende Genau. nochmal. Wir Ja. können am Ende dann noch mal. Das nächste Thema, der Orca-Wal, da sind wir jetzt schon in Berlin. Das heißt, ich bin 2004 nach Berlin gegangen zur Kirche Burkhard und zur Hälfte zur Welt am Sonntag. Und die Welt am Sonntag hatte dann auf dem Zeitungsformat, was natürlich ein viel größeres Format als das Magazinformat war, wollten auch große doppelseitigen Infografiken in der Zeitung machen. Das kam auch durch die FAZ auf. Die Frankfurter Allgemeine hatte auch solche Doppelseiten und die Welt am Sonntag wollte das auch haben und ich sollte das entwickeln. Und ich habe tatsächlich mit einer Grafik angefangen. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass es für mich sehr gut dokumentiert, wie es dazu kam. Und deswegen zeige ich das heute auch, weil es unglaublich viel erzählt über den Alltag einer Redaktion und wie man zum Teil heute auch immer noch arbeitet und was mich auch immer noch begleitet, nämlich die Arbeit als Team. Und ich habe die Grafik so angefangen und ich habe zum Glück diese alte Skizze noch gefunden, was nur ein kleiner Handzettel war. Aber wenn man sagt, okay, ich mache eine Grafik über den Orca-Wal, dann muss der Orca-Wal auch irgendwie da groß zu sehen sein. Das heißt, meine Idee war, ich muss den riesengroß auf die Seite bringen. Man kann sich vorstellen, das ist wirklich ein Riesenformat, 84 Zentimeter in der Breite. Dort kann man natürlich ein riesiges Poster gestalten. Und das war die Idee. Und dass ich sage, okay, der Orca-Wal muss da ins Zentrum und drumherum erzähle ich dann was. Das war wirklich so die erste Idee, das erste Skribbel, was ich heute auch immer noch mache. Dann folgen danach eigentlich noch so detailliertere Skribbles. Man arbeitet sich so langsam vor. Das ist ja auch das, was ich meinen Studenten versucht habe beizubringen. Und dann geht man an die Arbeit am Rechner. Und wenn dieses ganze System steht, kann man sich so langsam durcharbeiten. Und das kann ich jetzt gut zeigen, weil das ist dann schon mal die Arbeit in Illustrator. Das heißt, ich baue mir so ein Raster auf, das Raster der Zeitung, die Spalten. Ich sehe, wo der Bruch ist in der Mitte, also wo das Blatt geknickt wird. Da darf natürlich nichts stehen. Ich baue mir schon mal so meine Bereiche auf, die ich dann langsam fülle. Dann habe ich das Ganze in Photoshop reingeladen und den Orca-Wal so ein bisschen plastischer gemacht. Dann habe ich auch angefangen, das Layout da so ein bisschen reinzubauen. Und das Besondere war hier in dem Fall auch, genauso wie es eben schon beim Neandertal war. Das heißt, ich habe hier feindliches Terrain betreten, nämlich das der Layouter. Und bei der Welt am Sonntag war es damals zumindest so, es gab ein eigenes Redaktionssystem auf PC-Basis, was sehr steif war. Dort konnte man nicht mal, also nur sehr umständlich Texte umfließen lassen und sowas. Das war eigentlich alles ein sehr steifes System und auch sehr straff organisiert. Das heißt, der Bildredakteur sucht Bilder raus, der Layouter platziert die Texte. Und die Bilder und ein Infografiker kriegt auch irgendwo seinen Raum und darf da irgendwas machen. Und ich habe natürlich gesagt, ich mache alles. So. Und da hat man sich schon mal erstmal gleich Feinde gemacht. Aber ich habe gesagt, wir müssen das durchziehen. Ich möchte mal zeigen, wie so eine Doppelseite funktioniert. Deswegen habe ich jetzt erstmal angefangen mit meiner Zeichnung. Habe ihm gesagt, okay, ich hau den Orca-Wal in die Mitte. Ich sage, wie spricht er, wie atmet er, was frisst er, wie vermehrt er sich, also das Sozialleben. Wie tief kann er tauchen, wo lebt er und was gibt es sonst noch für Tiere? Und die Redaktion sagte mir, wir haben auch noch Bilder bestellt aus dem Leben eines Orca-Wals, also echte Fotos, die wir dort auch hinpacken wollen. Die haben wir dann erstmal so unten auf die Seite gepackt, weil wir ja nicht wussten, was passiert, was kommt. Und wir haben einen Autoren gehabt, der irgendwo in Island unterwegs war.
und Orcas in freier Wildbahn beobachtete. Mehr wusste ich nicht. Und ich musste einfach irgendwie anfangen. Und es hat sich dann immer so ergeben, dass ich über jede Woche so weitergearbeitet habe. Es gab keine feste Deadline. Und so habe ich mich so langsam vorgearbeitet. Genau, das ist jetzt dann das fertige Rendering, kann man so sagen, oder die Grafik, die ich dann in Photoshop gemacht habe. Das geht relativ schnell. Da oben sieht man wieder so Landschaft aus diesem Bryce-Programm, was ich dort integriert habe. Also mehrere Programme so ein bisschen integriert. Und das ist dann die Basis. Auf der Basis kann ich dann die Grafik aufbauen. Und dann habe ich eben langsam angefangen, meine Teile zu zeichnen, bis ich dann irgendwann fertig war und habe gesagt, okay, jetzt habe ich hier, so orientiert sich ein Orca, so viel frisst der, beißt der. Hier habe ich mal einen Originalzahn in Originalgröße reingepackt. Ich habe eine kleine Grafik gemacht, weil ich noch wusste, ein Orca-Wal, ein Killerwal isst an einem Tag 250 Kilogramm Fleisch und habe das umgerechnet in einen Seehund, 11 Pinguine und Möwen und so weiter. Und also das, was er auch isst. Und damit man da auch eine kleine Idee von hat. Ja, und dann war das irgendwie fertig und es gab aber noch keinen Drucktermin. Es fehlten ja noch die Bilder und es fehlt auch noch der Text von dem Autoren. Ja? Und ich wusste gar nicht, wann das kommt. Und dann passierte es, dass ich dann die nächste Woche wieder in die Redaktion kam. Und dann hatte sich ein Layouter die Grafik genommen, weil nämlich die Bilder inzwischen da waren, der Text immer noch nicht, da steht immer noch Lorem Ipsum. Aber der Layouter hat nämlich genau das gemacht, was sie sonst auch immer machen. Das heißt, er hat die Bilder links hingepackt, den Text in die Mitte und meine Grafik auf die rechte Seite gepackt und hat das dann eben, meinte so, müssten wir das jetzt machen. Und da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht. Erstmal könnt ihr das nicht ohne mich einfach so bestimmen. Und das Essen-Thema, das Beißen, ist jetzt weit weg von dem Mund. Das muss natürlich beim Mund sein und die Orientierung, also er hat das ja komplett auseinandergenommen. Und dann habe ich es natürlich nochmal umgebaut und das war dann auch die finale Grafik. Das heißt, ich habe dann eben die Bilder dorthin gepackt, wo sie auch stattfinden. Hier das Jagen, das Essen quasi ist hier, das soziale Leben findet sich hier unten. Und dann macht die Grafik für mich Sinn, denn es ist nämlich alles eine Infografik. Und das finde ich immer, der Text kam dann auch irgendwann um die Ecke, der ging natürlich einfach nur um dieses Beobachten der Orca-Wale dort in freier Wildbahn. Ja, Kurt Richelmann hatte das geschrieben. Die Forschungsreise, es hat dann natürlich mit dem Rest wenig zu tun, aber so hat es trotzdem irgendwie ein Gesamtbild gegeben. Und für mich, ich habe das jetzt auch immer so beschrieben oder auch in meinem letzten Buch habe ich so gesagt, das ist für mich die perfekte Infografik, wo alles irgendwie wunderbar zusammenspielt, also wo alles sehr gut miteinander harmoniert. Und wir hatten tatsächlich auch, es war ein großer Erfolg, das kam bei den Lesern sehr gut an. Es gab viele Leserbriefe, die gesagt haben, die haben sich das rausgenommen, sich an die Wand gehängt. Es gab sogar so, bei Kircher Burkhardt haben wir dadurch einen Pitch gewonnen, einen Kunden gewonnen, weil der Kunde Bosch, die Kommunikationschefin, die hatte das auch bei ihren Nichten und Neffen oder so ins Kinderzimmer gehängt und so hatte sie sich daran erinnert an die Grafik. Und so haben wir den Pitch gewonnen oder den Auftrag gewonnen, für Bosch ein Kundenmagazin zu machen, nur durch diese Grafik. Also es hatte damals schon sehr viel Aufsehen erregt. Genau, das ist eigentlich das Besondere an dieser Grafik. Und das war ungefähr 2004. Und das war auch die Hochzeit dieser großformatigen Doppelseiten, die natürlich auch sehr aufwendig sind, ne? Also es kostet sehr viel Zeit, das zu machen und das muss man sich erstmal leisten können. Und das hat jetzt auch ja wieder stark abgenommen. Also man sieht es immer seltener wieder. Und aber es war zumindest die Hochzeit. Darf ich da eine schnelle Frage zwischen? Was ist denn da der Zeithorizont, wenn du sagst, es dauert lange? Naja, also ich habe jetzt, ich hatte noch eine Praktikantin dabei, die hat mir diese Illustrationen da rechts gemacht. Aber also ich hätte normalerweise hätte ich die Grafik in wenigen Tagen gemacht. Also in vielleicht 4, 5 Tagen wäre das wahrscheinlich fertig gewesen. So hat sich das natürlich über Wochen hingezogen, immer wieder, also die Nettozeit. Aber es gibt noch wesentlich größere, komplexere Infografiken, wo wir teilweise 3 oder 4 Wochen dran gesessen haben. Und das muss man natürlich sich erstmal leisten können. Und gerade hattest du gesagt, jemand hat sich die ins Schlafzimmer, Kinderzimmer gehängt. Ja. Weißt du was zu den Reaktionen auf die Infografiken? Also ja, das Feedback war super, weil die eben gesagt haben, also man sah da, dass das eben noch weit über eine Zeitung hinausgeht. Also ich hätte sogar der Welt am Sonntag empfohlen, das hat man in Amerika auch gemacht, dass man sagt, druckt doch extra Poster davon, die man bestellen kann. Also man kann ja sozusagen, oder druckt irgendwann einen Kalender von irgendwie 12 solchen Grafiken aus dem, also man kann ja noch viel mehr daraus machen. Also dieses Thema
Nachhaltigkeit von Infografiken, also Mehrfachnutzung, finde ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich damals auch schon sehr beschäftigt. Genau. Und das passt auch gut zu dem nächsten Thema, nämlich die Infografiken. Achso, hier sieht man nochmal beide zusammen. Das habe ich nochmal hinten rangepackt, einfach zu zeigen, wie krass dieser Unterschied ist von diesem, dass man so alles voneinander trennt, nämlich Bild, Text und Grafik, also Infografik, was heute tatsächlich auch ganz oft noch passiert in den Redaktionen, dass die diese ja, drei Bereiche so stark voneinander trennen, wo alles eigentlich in meiner, aus meiner Erfahrung oder aus meinem Empfinden zusammengehört. Genau, das nächste Projekt, die Zeit, Wissen in Bildern, aber auch im Magazin und Bücher, die daraus entstanden sind. Bei irgendwann fing die Zeit ja mal an, ihre Wissen in Bildern-Serie zu machen. Das war 2009 und wir durften damals, weil ich dann meine Infografikagentur hatte, die Golden Section Graphics, das hatte ich ja 2007 gegründet und 2009 kam dann die Anfrage von der Zeit, die ich zu dem Zeitpunkt auch wegen eines Relaunchs beraten hatte, wegen Infografiken, hatten die dann gesagt, komm, wir wollen jetzt mal eine, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, aber sicherlich hatte ich die auch dazu animiert, großformatige Infografiken zu machen. Die haben gesagt, komm, wir machen jede Woche eine Infografik in der Zeit, eine große Seite. Und ich durfte dann auch die erste machen. Das waren, am Ende waren wir dann zwischen 2009 und 2014 haben wir circa 30 dieser Infografiken gemacht. Und die erste Info, hier sieht man eben die Vielfalt an Themen, die zum Teil eben initiiert waren von der Zeit, weil die sagten, wir wollen jetzt zu diesem Thema, das ist in dieser Woche sehr wichtig. Und dann haben wir halt das Thema gemacht. Und oder wir hatten selber schon die Grafiken, so wie bei der Berliner Mauer. Da zeige ich nachher ja auch nochmal was. Da haben wir dann selber das vorgeschlagen. Wir haben dann noch was im Archiv oder aus unserem Magazin, was dann wiederum dort abgedruckt wurde. Oder eben Fukushima-Unglück passierte. Dann haben wir da die Infografik dazu gemacht. Ja, ich habe mal einfach hier diese erste Infografik im Detail, die auch immer noch sehr schön ist. Die war mega beliebt. Also sie wurde so oft angefragt. Ist bis heute immer noch, passiert mir heute noch, dass Leute mich darauf ansprechen, weil wir das sehr anschaulich dargestellt haben, wie viel Wasser verbraucht wird für welchen Artikel oder für welches Produkt, dass man es einfach gezeigt hat, das Wasser in der Menge als Quader hier in dem Fall. Genau, und dann auch mit dem Charmanten, was eine Person, sozusagen ein Mensch an einem Tag dort verbraucht, das auch nochmal daneben gestellt. Und das ist eine Mischung aus 3D-Programm und Fotomontage und also hier steckt ja auch wieder alles drin, was Infografik leisten kann. Und eben mit wenig Worten. Wir haben hier noch drei andere Beispiele aus der Zeit, wie unterschiedlich das ist, eben auch mit Illustrationen zu arbeiten, mit so handgemalten Aquarellen, die der Fabian Rüdi damals beigesteuert hat, ein Illustrator. Wir haben aber auch eben so klassische, schlichte Infografiken gemacht hier über die, wer war in der Regierung und in der Opposition oder eben aber auch so schöne in Anführungsstrichen, spannende Thematiken wie das Attentat auf JFK und das ist dann komplexer. An so einer Grafik sitzt man dann tatsächlich mal 2 Wochen, um das in 3D nachzubauen, während eben die Grafik in der Mitte in wenigen, ja vielleicht in ein, zwei Tagen entsteht. Genau, und wir haben eben diese ganzen Grafiken, die haben wir, ich habe halt immer geguckt, dass ich die Rechte daran behalte. Das war mir ganz wichtig, weil viel Honorar gibt es leider eben auch nicht. Das stand dem immer entgegen, aber deswegen war für mich wichtig, das Material weiterzuverwerten. Und ich habe dann irgendwann 2010 angefangen, das erste Magazin überhaupt zu machen, was es vorher noch nicht gab, was nur aus Infografiken bestand. Das war eh ein alter Traum, den ich hatte und ich hatte dann am Ende des Jahres noch ein bisschen Geld in der Kasse, in der Agenturkasse und habe dann gedacht, es ist sinnvoller, sich das Geld zu investieren, um was Eigenes zu machen. Und so haben wir dann bis 2017 erst haben wir angefangen, jedes halbe Jahr ein Magazin zu machen, selber zu vertreiben, auch über den Buchhandel, also Bahnhofsbuchhandel und später dann nur noch jedes Jahr, weil wir auch im Prinzip zwei, drei Wochen mit dem Team komplett nur das Magazin gemacht haben, Tag und Nacht. Aber mit sehr viel Leidenschaft. Und dort sind solche Grafiken entstanden, wie diese hier, die man wahrscheinlich normalerweise nie
als Auftrag machen würde, weil für mich war es auch so eine Experimentierfläche. Das heißt, wir konnten einfach machen, wozu wir Lust hatten. Und das war natürlich auch eine Motivation für meine Mitarbeiter, mit unglaublich viel Leidenschaft und Spaß an Themen ranzugehen. Und dieses Thema war hier, weil es eben die Daten gab, die Transfersummen der Fußballspieler, wie sich die verändern. Und wir haben das dann quasi auf Raum und Zeit oder auf Raum und Geld umgebaut. Das heißt, wir haben geguckt, wo haben die, zum Beispiel Ronaldo, der hat mal hier in Südamerika irgendwo gestartet bei seinem Club in Brasilien und ist dann zuerst nach Eindhoven gegangen, dann nach Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid. Also er hat immer seine Position gewechselt auf der Landkarte und natürlich die Linie wird dicker, weil er mehr Geld kostet. So. Und müssen wir natürlich heute weiter, das ging damals bis 2009. Das ist der andere Ronaldo, nicht Cristiano Ronaldo, der ist hier. Aber es stand dann eben solche Bilder, also solche Grafiken, die man so vorher noch nicht gesehen hatte. Und das Spannende war, dass wir dann durch diese Headline, Transferkalligrafie, da kam ein Mitarbeiter drauf, der raufgeguckt hat und sagt, das sieht doch aus wie Kalligrafie. Und so entstand diese Headline und ja, damit haben wir auch einen wichtigen Preis gewonnen. Und es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die ist dann auch später in das Buch nochmal gewandert, aktualisiert oder mit anderen Fußballspielern. Aber daraus kann man auch eine ganze Serie machen oder ein Tool basteln oder wie auch immer. Und viele dieser Grafiken wanderten dann in Bücher. Das fing dann an, dass ich das Deutschland verstehen mit Ralf Graue gemacht habe für den Gestaltenverlag. Der Gestaltenverlag hat auch diesen Trend erkannt und das war meines Wissens auch das erste große Buch in Deutschland, was heute noch, wo ich auch immer wieder darauf angesprochen wird, weil es bei jedem irgendwie in der Agentur noch im Regal steht. Es hat eine Auflage von 60.000, glaube ich. Und es war wirtschaftlich für uns natürlich weniger interessant, weil es nicht viel Honorar dafür gab. Aber wir haben unglaublich viel Aufmerksamkeit durch das Buch bekommen und dadurch auch natürlich wieder Aufträge. Also sowas macht natürlich dann immer Sinn, weil das für uns wie eine Visitenkarte war. Und dann habe ich im Nachgang ein paar Jahre später mit Thomas Ramge zusammen Wirtschaft verstehen gemacht, wo wir das dann auch sehr erfolgreich mit dem Ullstein Econ Verlag, was dann in Frankreich auch veröffentlicht wurde und dann anderen Cover und Titel und auch natürlich auf Französisch übersetzt wurde dort und auch in England. Und jetzt gerade ist eine Ausgabe noch in Arbeit in Taiwan, das heißt, das Ganze wird auf Chinesisch geben. Und das macht dann natürlich auch ganz stolz, dass das dann sich so stark verbreitet. Und am Ende sind diese ganzen Infografiken dann in meinem letzten Buch gelandet, was gerade noch aktuell ist, also vor ein, zwei Jahren rauskam, auch auf Deutsch und auf Englisch, die Welt verstehen. Das ist im Prinzip, das sind über 600 Seiten, das ist so quasi das Lebenswerk von mir und natürlich meinen vielen, vielen Mitarbeitern, ohne die ich diese ganzen Grafiken gar nicht hätte machen können. Also es gibt viele Bereiche, wo ich dann immer Spezialisten hatte, ob es jetzt Illustrationen sind. 3D-Grafiken kann ich auch, aber es gibt dann andere, die es besser können als ich oder Datenvisualisierung. Also es gab so viele verschiedene Facetten und ich habe eben versucht, immer die besten Leute zusammenzubringen und ja, viel Spaß gemeinsam zu haben. Genau, viel Spaß haben ist ein gutes Beispiel. Weil ich habe in der Zeit in der Agentur immer wieder Anfragen bekommen, wo man schon gleich wusste, okay, damit kann ich wirtschaftlich nicht erfolgreich sein, aber es ist unglaublich spannend und ich muss diesen Job machen, weil er unglaublich viel Spaß macht. Und BRSO steht für Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die hatten mich damals angefragt, der Peter Meisel, der dort die Kommunikation oder ja, Unternehmenskommunikation des Orchesters macht, auch selber Fotos gemacht hat, Pressearbeit und hat mit Mirko Bursche, einem sehr bekannten Designer in München, der hat im Prinzip das ganze, die ganze Gestaltung gemacht, dieses Orchesters, Plakate und eben auch diese Broschüre, diese Jahresbroschüre des Orchesters. Und die haben jedes Jahr ein eigenes Thema. Die haben diese Broschüre immer so kreativ gemacht, dass jedes Jahr was anderes passierte mit der Broschüre. Und man hatte dort eben sehr viel gestalterische Freiheit. Und sie hatten dann die Idee, eine Broschüre muss nur aus Infografiken bestehen zum Orchester. Und dann bin ich zweimal, glaube ich, vor Ort gewesen, habe mit dem Orchester zusammen gearbeitet. Da sind wir wieder bei diesem gleichen Thema wie bei dem Neandertal. Also vor Ort sein, sich die Mühe machen,
das aufzusaugen. Ich habe mit den Musikern gesprochen, ich habe gesehen, wie die proben. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, was können wir eigentlich alles mit so einem Orchester machen? Was können wir dort für Daten sammeln? Und eine Idee war dann bei einem Glas Rotwein spät abends, wo ich dann gesagt habe, man müsste doch mal Daten messen mit dem Orchester. Das wäre doch total irre. Warum können wir nicht von allen 100 Musikern während eines Konzerts mal die Herzdaten messen? Und dann entstand eben hier die Idee von diesem ganzen Orchester. Der Marius Jansson, der ist inzwischen leider gestorben, aber der war damals eben der Dirigent. Und dann kam gleich von dem Peter Meisel, der auch dieses Foto hier gemacht hat, sieht man, kam gleich, nee, das können wir nicht machen, weil der hatte wohl mal irgendwie einen Herzinfarkt und das wäre ein blödes Thema, zudem, wir können da keine Herzdaten von dem messen, das geht nicht. Haben dann aber auch gesagt, okay, 100 EKGs zu besorgen, die mobil da während die Spielen laufen, geht auch nicht. Aber wir haben das tatsächlich geschafft, weil ich auch nicht aufgegeben habe und habe auch immer gelöchert und habe gesagt, wir müssen das doch irgendwie hinkriegen. Haben wir dann Tests gemacht und haben es tatsächlich geschafft, fünf Geräte zu finden, die ich dann synchronisieren konnte. Ich habe Tests gemacht. Wir haben dann hier, sieht man auf der rechten Seite, den Herrn Harding, das war ein Gastdirigent, der erklärte sich dann bereit, für diese Broschüre eben diese Grafik oder diese Infografik dann zu machen. Und ich wusste ja noch gar nicht, was dabei rauskommt. Wir hatten zudem noch das Problem, dass das Buch eigentlich oder diese Broschüre schon gedruckt war, als das Konzert stattfand. Und dann haben wir entschieden, wir lassen das Cover dann noch leer und machen das Cover später drumherum nach dem Konzert. Also ich hatte dann auch nur einen Tag Zeit, die Grafik zu machen. Und wir hatten auch einen Plan B, falls dieses Experiment nicht funktionierte. Aber es hat funktioniert und wir haben dann tatsächlich, das Konzert hatte stattgefunden, wurde online übertragen. Und hier sieht man auch einen Ausschnitt. Genau, der Herr, der da mit diesem Holzhammer auf die Kiste schlägt, das ist nämlich die sechste Symphonie von Mahler, sogenannte Hammerschlag-Symphonie. Und unsere These war, dass wir natürlich, wenn wir bei diesem Herrn, und der war auch verkabelt, dass wir bei dem eine Pulsveränderung sehen müssen, wenn er zu seinem Einsatz kommen musste. Er musste nämlich in diesen 1,5 Stunden Konzert nur zweimal auf die Kiste hauen. Und dann wird natürlich sein Puls steigen, wenn er seinen Einsatz hat. Und den darf er nicht verfehlen. Man guckt sogar, wie die Kollegen hingucken zu ihm. Und das Irre war, dass wir dann diese Daten, das sieht man jetzt hier auf dem Cover, es hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, wir haben hier oben den Dirigenten und hier drei andere Musiker, Geige, Tuba und weiß nicht, was das andere war. Jedenfalls hier unten sieht man den Hammerschläger. Und man sah auf den Daten, die ich dann eben ausgewertet hatte, also diese digitalen Daten aus den Geräten, sah man hier so einen Ausschlag oder so. Ja, die Ärztin hat mir danach gesagt, das sind Artefakte. Hier steht auch nochmal so die nur diese eine Note an dem Ding hin und auch, was der Hammerschläger machen muss, nämlich ein kurzer, mächtiger, aber dumpfheilender Schlag von nicht metallischem Charakter, wie ein Axthieb sollte das klingen. Und das sieht man auch hier. Und das ist auch der Hieb, den man hier sieht, weil die Ärztin sagte mir, das sind Artefakte. Das passiert durch diese Elektronen, die er auf seiner Brust, er hat ja vier Elektronen auf der Brust und durch diese Bewegung bewegen die sich und man sieht quasi die Bewegung. Und dann haben wir gesagt, das ist doch so cool, das machen wir trotzdem aufs Cover, auch wenn es nicht der Herzschlag ist, aber man sieht den Hammerschlag. Ne? Und das haben wir dann auf das ganze Cover, das war so ein Umschlagcover, da haben wir dann eben ganz am Ende links die Auflösung, man sieht eben die drei Kanäle, die Messwerte und man sieht auch oben, das sieht man hier schon auf dem Bild, dass der Puls des Dirigenten ganz schön heftig ist im Vergleich zu den Musikern. Das hätte man nicht gedacht. Und wir haben dann tatsächlich auch eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, die wirklich um die Welt ging bei allen Orchestern, erst recht in Asien, sagte mir Peter Meisel, weil es hatte vorher noch nie jemand gemacht, sowas. Das Erstaunliche war an dem Ergebnis. Ich habe dann nämlich noch in ein, zwei Stunden noch eine kleine Grafik für den Inteil gemacht, weil ich das so spannend fand, weil ich hatte nämlich die Daten ja von dem gesamten gesamten Konzert. Hier sieht man diese beiden Hammerschläge dann in Rot, wann er den Einsatz hat. Und man sieht auch hier, dass der Puls langsam hochgeht vor dem Einschlag. Also die Theorie, die wir hatten, stimmte. Was aber eben komplett neu war, sagten die Ärzte, dass der Puls des Dirigenten so stark ist wie der eines Formel-1-Fahrers während eines Formel-1-Rennens. Und deswegen steht auch drüber Formel 1 im Konzertsaal. Und man sieht das hier bei den Trompeten, die haben dann ihre Einsätze und müssen eben stark
in die Trompete pusten, und das sieht man dann auch an dem Herzschlag. Also man sah da sehr viel in den Daten, und das war natürlich toll. Und das haben wir dann aufs Cover eben gepackt und sorgte für sehr viel ja, Aufsehen. Und natürlich fehlten noch die ganzen anderen Grafiken aus dem, es gab noch ein Cover von der CD, wo das dann auch noch drauf war, aber es gab in der ganzen Broschüre ja so circa 20 Grafiken, und man sieht auch hier wieder eine ganze Vielfalt von Techniken, Datenvisualisierung, die Abonnenten des Orchesters verteilt in Deutschland oder auch in München, wie kommt die Musik vom, vom Konzertsaal nach Hause, wir haben die, die Musiker befragt, haben quasi so eine Umfrage bei den Musikern gemacht. Wir haben hier oben eine Grafik über die Gänsehaut. Wie entsteht Gänsehaut? Da habe ich mit einem Neurologen in Hannover zusammengearbeitet. Also es gab eine ganze Menge schöne Sachen, und ich konnte in der Gestaltung völlig frei sein. Ne? Die haben mir komplett Freiheit gelassen, da zu arbeiten. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, auch wenn es vielleicht nicht so gut bezahlt ist. Aber das musste man einfach machen, weil man wusste, man ist der Erste, der es macht, so komplex für ein Orchester. Und ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, was ich dann gemacht habe. Also das war das zum Beispiel, was ich von dem Peter Meisel bekommen habe, weil wir gesagt, wir müssen eine Grafik machen über das Orchester. Was macht es eigentlich in einer Woche? Also das sind alles so eben Pläne, ne, wann sie auf- und abbauen, wo sie sein müssen, Terminübersicht, dann Fahrten mit irgendwie zum, nach Wien und so weiter und so fort. Also es ist eine große, komplexe Sache, wenn so ein Orchester mit 100 Menschen und den Instrumenten von A nach B muss, das muss alles organisiert werden. Und meine Idee war dann, wir können doch das Ganze als Noten darstellen, weil Noten sind ja Zeit. Und da oben sieht man die Legende, die wir dann entwickelt haben. Wir haben gesagt, okay, für die verschiedenen Notentypen entwickeln wir dann eben Zeiten. Und wir haben eben dann eine Partitur, das hat mein Mitarbeiter Henning dann umgesetzt. Und dann war es am Ende ja eine Spielerei. Es wäre noch lustig gewesen, wenn das Orchester das auch selber gespielt hätte, dieses Stück. Aber es war eben einfach mal eine neue Art, das darzustellen, was ein Orchester eigentlich in alles in einer Woche macht. Und mit den Daten der Musikern hatten wir dann auch Daten über ihre Kinder. Das heißt, sie haben Daten freigegeben über ihre Kinder, ob die auch Musikinstrumente spielen und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann baue ich irgendwas mit Lego. Und habe meinem Sohn Lego-Steine weggenommen und noch welche dazu gekauft. Und habe dann eben eine Balkengrafik gemacht. Und die war dann irgendwann so weit. Natürlich erstmal Daten sammeln und ja, eine Excel-Tabelle anlegen, ganz klassisch. Und die dann quasi umbauen als Lego. Dann noch eine Figur reingebaut und das Ganze dann im Layout platziert und beschriftet. Und ja, das war auch ganz lustig, weil natürlich die Musiker selber auch sehr viel über sich erfahren haben, was sie vorher noch nicht wussten. Also hier sieht man zum Beispiel, wenn man den ersten Musiker hier hat, der hat 7 Kinder, von denen 6 auch ein Instrument spielen. 5 Kinder wollen auch Profimusiker werden. Ein Kind musiziert nicht, aber dafür haben die Eltern des Musikers auch schon ein Instrument gespielt. Und hier sieht man auch, ob die auch Profis waren. Ne? Das kann man dann auch ablesen. Aber es war auch eben eine spielerische Art und Weise, dann eben mit Lego so eine Grafik zu bauen. Da musste man übrigens auch Lego fragen, ob man das darf. Das nur mal am Rande. Habe ich dann auch gemacht, aber die waren begeistert und haben das sofort ihr Okay gegeben. Genau, das war das Projekt zum Symphonieorchester. Ein genauso spannendes Projekt, was aber mich schon lebenslang begleiten, wahrscheinlich auch noch weiterhin begleiten wird, ist das Thema zur Berliner Mauer, wo ich auch 2009, nachdem ich meine Agentur gegründet hatte, gab es auch die erste Anfrage, weil es dann nämlich auch, Moment, genau 20 Jahre Mauerfall war. Es gibt ja immer wieder 61, 89, 90, also es gibt immer wieder wiederkehrende Events zur Mauer, weil man einmal den Bau hat, den Fall und die Wiedervereinigung. Und so kam ich immer wieder zu Aufträgen und musste mich dann mit dem Thema Berliner Mauer beschäftigen. Meistens für die Berliner Morgenpost habe ich gearbeitet. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, es gibt einfach kein gutes Material. Es gibt, ich habe das recherchiert, ich habe alte Bücher mir angeguckt und es gab einfach unglaublich viel schlechtes Material, keine guten Grafiken. Das muss man doch alles mal neu machen. Und habe dann eben angefangen, Infografiken dazu zu bauen. Also, da gibt es viele Zwischenschritte. Ich zeige jetzt eigentlich nur so das große Endergebnis, weil am Ende
haben wir dann mit der Stiftung Mauer selber eine Plakatausstellung gemacht, nämlich 10 Plakate, die auch Schulklassen sich dann bestellen konnten als Vorbereitung für die Klassenreise nach Berlin. Es wurde aber auch in der Stiftung selber ausgestellt. Und ich zeige einfach mal die Plakate. Es sind sogar 12 Plakate, wobei es eben ein Anfangs- oder so ein Intro-Plakat ist. Aber man sieht hier zum Beispiel die Karte der Berliner Mauer, die ich so detailliert gemacht habe, dass man sie eben auch als großen Tisch schon mal gebaut hatte, der 2 Meter groß war. Der wurde mal ausgestellt in so einer Mauerausstellung in der Villa Schöning in Potsdam. Und diese Karte habe ich halt in Monate, jahrelanger Arbeit immer wieder bearbeitet, immer wieder nachgezeichnet, mir Luftbilder besorgt von 1988. Ich habe das abgeglichen mit Bildern, die die NVA-Truppen oder die Stasi sogar selber von der Mauer gemacht haben, eine Dokumentation. An die Bilder waren schwer ranzukommen. Ich habe mich dann so in diese Berliner Mauerszene damit befasst, Leute getroffen, heimlich getroffen, Daten bekommen und so sind dann eben ganz viele Infografiken entstanden über die Grenzübergänge, über alles, was da zum Thema gibt, Mauertote, die Militäranlagen und so weiter und so fort. Und das ganze Projekt ist dann eben auf Deutsch und Englisch gewesen, war mega erfolgreich, also die Poster waren sehr schnell weg, das Ganze wurde auch finanziert von der Stiftung Aufarbeitung. Die Stiftung selber hat mir auch nochmal bei der Recherche geholfen und mein Anreiz war wirklich einmal das richtig machen und dann auch noch mit der wissenschaftlichen Expertise der Stiftung selber, die da auch dann noch sehr viel Arbeit reingesteckt haben, hatte ich das Gefühl, diese Grafiken oder die Sachen, die wir da machen, die sind so gefühlt zu 98% korrekt und richtig und gewissenhaft gemacht. Das sind jetzt 3 Poster mal im Detail. Da haben wir auch diese Wachtürme haben wir versucht zu rekonstruieren, haben mit ehemaligen NVA-Soldaten gesprochen, die da drin gearbeitet haben, weil es gab da natürlich keine Aufzeichnung drüber, wenig Aufzeichnung, auch wenig Fotos natürlich. Und man glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, Sachen zu machen, wo man eigentlich denkt, das müsste doch einfach sein nach 20 Jahren. Da weiß man wahrscheinlich heute mehr über das alte Ägypten als über die Berliner Mauer. Also das ist erstaunlich. Aber so haben wir eben auch diese aufwendigen 3D-Grafiken gemacht. Die hat mein Mitarbeiter Nick Oehlschlegel gemacht. Der war da mega Experte drin, hat da unglaublich viel Leidenschaft reingesteckt in diese detaillierten Grafiken. Und stolz bin ich auch, weil die natürlich heute dort, das war auch der Sinn der Sache, weil ich dann eben viel Leidenschaft reingesteckt habe, dass man eben diese Grafiken heute auch vor Ort draußen dort findet. Einmal hier in dem Wachturm Günter Lefthin, der nahe des Hauptbahnhofs noch steht. Da gibt es dann diese Infotafel, wo das eingebaut wurde. Oder im Norden von Berlin gibt es auch so eine kleine Ausstellung, wo die dauerhaft als Außenausstellung sind, kostenfrei für jeden zu sehen. Das fand ich auch ganz wichtig, dass man, das war auch mein Ziel, dass ich dann der Stiftung und auch diesen Museen die Arbeit dann schenke. Und auch an der innerdeutschen Grenze findet man die auch zum Teil. Und als ich jetzt meine Firma verlassen hatte, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne, weil ich habe meine Agentur vor 1,5 Jahren verlassen und habe mich dann darum gekümmert, dass ich gesagt habe, ich möchte aber eins, ich möchte meine ganzen Berliner Mauer-Sachen, die ich habe, gerne mitnehmen. Da steckt mein Herzblut drin, da habe ich viele Nächte und Tage mit verbracht und habe das dann auch mitbekommen. Das heißt, die Rechte liegen jetzt wieder bei mir. Und das Erste, was ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, weil ich dachte, das macht vielleicht Sinn, ich mache ein Buch. Das ist so ein kleines Buch geworden, so ein kleines Taschenbuch, was ich jetzt eben selber hier in Berlin dann vertreibe, was extra für Touristen ist, mache ich in mehreren Sprachen und dort habe ich dann nochmal wieder neue Grafiken ergänzt. Das sind jetzt nur hier 4 Beispiele. Die Karte ist dort drin, das sind 100 Seiten und der Mauerweg ist da auch drin, den man mit dem Fahrrad abfahren kann. Den habe ich dann sogar auch selber abgefahren. Das ist meine Strecke, die ich dann getrackt hatte. Ich habe die Höhendaten gemessen. Ich habe sogar ein Video gemacht davon, eine Zeitraffaufnahme, die man noch im Internet finden kann. Habe die Musik dazu gemacht. Also man merkt, da steckt viel Leidenschaft drin in dem Thema und mal gucken, wie das noch weitergeht. Aber das ist halt so ein Leidenschaftsprojekt und Leiden, sagt, da steckt ja schon drin in dem Wort. Kommen wir zum letzten Projekt. Kann ich da noch einmal kurz dazwischengehen? Also es scheint mir so eine ganz interessante Mischung aus auftragsprojekten und selbstinitiierten Projekten bei dir zu sein. Und das,
glaube ich, nicht so dieses Klischee, man muss erst alles selbst initiieren und dann kommen die Aufträge, sondern du machst das ja permanent, oder? Also du gibst es ja nicht auch mit den Selbstinitiierten, sondern das scheint ja eine andere Motivation noch zu haben. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, es gibt ja beides. Also manchmal kommt man ja auf die Idee. Ich hatte auch mal durch Zufall so ein Buch in die Hand bekommen über die Gorch Fock. Das war damals eben, bevor die Gorch Fock in die Medien kam. Und das war 50 Jahre Gorch Fock und da waren die Baupläne drin. Dann habe ich mal recherchiert, es gibt noch keine Infografik über die Gorch Fock. Dann habe ich die Infografik gebaut. Und danach passierten diese Sachen mit Herrn Gutenberg und der Tod der Matrosin. Und plötzlich wollten alle diese Infografik haben. Das war natürlich dann ein wirtschaftlicher Erfolg, leider. Also leider wegen der Matrosin. Aber ja, es kommt manchmal so und so. Ne? Also auf der einen Seite kriegt man Aufträge, man findet aber selber was. Ich gucke auch viel rum. Und was ich auch mit meinen Mitarbeitern eben gemacht habe, ist auch bei unserem eigenen Magazin. Ich habe die immer gefragt, was interessiert euch selber? Wenn einem was selber interessiert, dann ist man da auch mit ganz anderer Leidenschaft dabei. Ich glaube, dafür steht auch dieses Berliner Mauer-Thema, weil ich auch eben so ein neugieriger Mensch bin und hier vor Ort mich dann da auch so reingesteigert habe, dass ich sage, ich will jetzt wirklich alles wissen über die Berliner Mauer und dann fängt man an zu sammeln. Ich habe sogar Original-Grenzschilder bei mir stehen. Also so verrückte Sachen, dass ich bei eBay habe ich alte Bilder aufgekauft und Filmdaten besorgt und was weiß ich alles. Also total verrückt. Man lernt interessante Menschen kennen. Und das Gleiche habe ich meinen Mitarbeitern ja auch mitgegeben. Die haben mir auch gesagt, ich habe immer ein Thema, was wollte ich immer schon mal machen. Und dann haben sie irgendwie alle Quentin Tarantino-Filme geguckt und rausgeschrieben, wer wann wen erstochen hat und wie und Daten gesammelt. Und also sind tolle Projekte entstanden. Dann hat die nächste Mitarbeiterin hat alle James-Bond-Filme geguckt und also völlig verrückt. Ja. Aber es gibt eben auch Auftragsarbeiten, die dann kommen, wo man sagt, das wollte ich immer schon mal machen und ist glücklich, genau. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Wege, wie man dazu kommt. Genau, dann mache ich mal das letzte Thema. Ne? Da kommen wir jetzt zum großen Finale, weil wir hatten dann, das war 2017, meine ich, genau, 2017 war 500 Jahre Reformation, da gab es einen großen Pitch. Wir haben eigentlich selten an Pitches teilgenommen, aber dieser Pitch hat uns damals gereizt. Der war von dem Museum, der Herr Mellert mit der Himmelsscheibe in Halle, das Museum dort für Vorgeschichte heißt es, glaube ich, hatte einen Pitch ausgesendet, zusammen mit dem Deutschen Museum hier in Berlin und auch das Auswärtige Amt war sozusagen der Geldgeber. Die haben gesagt, wir wollen eine große Ausstellung machen, Here I Stand sollte die heißen, zu Luther, 500 Jahre und das Gleiche wieder wahrscheinlich auch initiiert durch diese Berliner Mauerposter. Man sagt, wir wollen eine Posterausstellung machen und zwar mit 27 oder glaube ich waren 30 Poster waren das nachher in mehreren Sprachen und auch eine Website und auch 3D-Daten und 3D-Druck und am Ende ist alles bei rausgekommen. Wir haben das für Smartphone gemacht, wir haben Instagram oder wir haben Social-Media-Kanäle, Twitter bedient und so weiter und so fort. Also es war im Prinzip, wie es hier steht, Wissensvermittlung auf allen Kanälen. Das sieht man eben einmal hier. Wir haben eine Website gemacht, wo man die Ausstellung auch online angucken konnte. Man konnte sich die Poster runterladen, selber ausdrucken. Man konnte sich 3D-Daten angucken, dreidimensional oder eben auch selber ausdrucken. Das sieht man hier, die Kiste, die gab es eben so oder eben auch als 3D-Druck. Die ganze Website funktioniert auf dem Smartphone und wir haben dann eben so eine Social-Media-Aktion gestartet mit Here I Stand. Das heißt, die Leute haben sich diese Schilder, konnten sie sich selber ausdrucken und haben das dann auch fröhlich gepostet. Und es war so, dass wir bei der ganzen Kampagne auch sehr viel auf Illustration gelegt haben. Das heißt, wir wussten, das sind sehr viele junge Menschen, die sich dort für Religion interessieren sollten, in allen Ländern. Und da war natürlich auch klar, sehr viel auf Infografik zu setzen, weil das ja wie so eine eigentlich internationale Sprache ist. Man braucht gar nicht viele Wörter. Und hier steht Luther eben vor dem Kaiser sozusagen, wie stehe ich. Und das haben wir dann eben so umgesetzt. Man sieht hier links dieses eine Poster, wo die Illustration fast wie so ein Comic eingebaut ist, um die Geschichte zu erzählen. Wir haben dann jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themengruppen gehabt mit jeweils 4 Postern. Und ja, man sieht, es gab auch eben Luther und die Frauen oder die Frauen waren auch hier ein großes Thema. Wir hatten, ja, wir haben da Datenvisualisierung drin gehabt. Das sieht man hier, also Briefe zwischen Dürer, Luther und was weiß ich alles.
am Ende noch den anderen Luther dazu. Also es war eine sehr komplexe Geschichte. Das Besondere war nicht, dass wir diese Poster gemacht haben, also sehr großformatige Poster, die man eben auch bestellen oder selber ausdrucken konnte, sondern wir haben dann auch noch ein Buch gemacht. Das heißt, wir mussten all diese Grafiken auch nochmal als Buchformat, nämlich dann ein Viertel so groß, nochmal wieder umbauen im Querformat und auch noch mit anderen Farbwelten. Und das haben wir dann auch nochmal gemacht in 2 Sprachen. Und am Ende haben wir alle Poster in 10 Sprachen gemacht. Sogar auf, sieht man ja hier, wo war das? Arabisch hatten wir auch dabei, genau, hier oben Arabisch. Wo dann natürlich noch wieder schwierig ist, weil man eigentlich die Leserichtung ändern muss und so weiter und so fort. Aber das war schon krass. Und die Nachfrage war riesig. Und es gab weltweit ungefähr, glaube ich, 700 dieser Ausstellungen. Das heißt, es wurde in alle Welt, wurden diese Poster verschickt oder wurden dort selber ausgedruckt. Und mein Lieblingsbild ist das hier in Kolumbien, wo die Poster da wie so eine vor diesem Chor aufgestellt sind. Also es war schon irre, was man da alles im Internet gefunden hat. Das sind alles Bilder aus Twitter, die uns dann irgendwann erreichten. Und das macht einen natürlich stolz und es war ein unglaublicher Erfolg, dass diese ganzen, ja, diese Wissensvermittlung eigentlich ganz gut funktioniert hat. Man sieht es ja, da sind kleine Kinder, alte Menschen. Und das ist das, was ich auch immer über Infografik sage, man erreicht damit einfach jeden. Ne? Also man kann damit jeden Menschen, ob Frau, Mann, Kind, alt, jung, erreicht jeden damit und kann die damit begeistern und unterhalten. Genau, hier sieht man nochmal einmal das Poster und die Doppelseite. Aber wir haben dann eben auch ein neues Format entwickelt, weil wir gesagt haben, wie machen wir das Ganze online? Und hier sieht man noch einen Screenshot der Online, also eine Animation, weil die Seite gibt es gar nicht mehr. Das ist leider immer so, wie es bei solchen Projekten, die werden dann irgendwann eingestampft, weil keiner mehr die 122 Euro im Monat bezahlen will, damit die Website online ist. Und jetzt ist sie, seitdem ist sie eben offline. Leider, weil sie hätte natürlich weiterhin noch wunderbar funktioniert. Ich zeige jetzt hier nochmal, wie man sich da durchgegangen hat. Man konnte entweder eben direkt dort ins Museum gehen oder hier sich dann diese Themen auch nochmal angucken. Und man ging dann in ein Thema und hier haben wir jetzt ein Plakat quasi dann so als Scrollseite. Und hier sieht man dann die Grafiken, die wir hier links sehen, eben auch als, die funktionierten auch responsiv. Und dann gab es eben diesen Moment, wo wir gesagt haben, was machen wir mit dem Comic? Das scrollen wir einfach so weiter und animieren das dann nach der eigenen Scrollgeschwindigkeit. Das heißt, je nachdem, wie man dann weiter gescrollt hat, konnte man sich dann Bild für Bild so langsam erarbeiten. Und das fanden wir, ist eigentlich ein ganz spannendes Format, didaktisch, daraus irgendwas zu machen, auch später noch, also das weiterzuentwickeln, weil wir glaubten, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, eben solche Scroll-Geschichten zu machen, wo sich die Bilder so Stück für Stück aufbauen. Genau, hier stehe ich, Gott helfe mir, arm. Genau, das war es eigentlich schon, weil das leitet eigentlich auch darin über in diese Geschichte, dieses, was ich jetzt mache, weil die Frage kommt bestimmt auch gleich, weil wir haben aus diesem Format mit diesem Scrollytelling, haben wir dann gesagt, wir müssen da eigentlich ein Tool benutzen. Das gab es nicht, das Tool, also haben wir gesagt, programmieren wir uns das selber. Und das haben wir vor 3 Jahren damals angefangen. Dann hatten wir eben in der Firma sehr, sehr viele Projekte gemacht. Das Projekt wurde leider nicht weiter verfolgt, aber ich habe das jetzt, nachdem ich aus der Firma rausgegangen bin, neue Partner gefunden, mit denen ich das jetzt umsetzen werde. Und wir haben uns gerade sozusagen die Software angeeignet und werden jetzt ein Portal machen, was quasi Wissensvermittlung auf dem Smartphone macht durch Scrollytelling. Und daran sieht man auch so ein bisschen meine Geschichte, ne, dass diese ganze Printwelt, die ich nach wie vor gerne verfolge, man sieht ja, ich mache da mein eigenes kleines Büchlein hier, also finde ich immer noch toll, aber die große Frage ist natürlich, wie erreiche ich die Menschen dort draußen, wie kriege ich deren Aufmerksamkeit? Und wir haben ja eben gesehen, das ist eine Ausstellung, also der Museumssektor ist, glaube ich, relativ klar, wenn jemand ins Museum geht, dann will er Informationen haben, dann hat er auch mehr Zeit. Was mich aber auch beschäftigt ist, wie erreiche ich die anderen Menschen? Also wie erreiche ich die, die nicht mehr die große Aufmerksamkeitsspanne haben, die in dieser schnelllebigen Welt leben? Wir merken, dass auch eben große, komplexe Zusammenhänge, auch jetzt gerade bei Corona, die werden immer runtergebrochen auf ganz wenige Fakten und eigentlich versteht keiner was. Und daraus ist auch gerade für mich so eine Theorie entstanden über so 3 verschiedene Ebenen der Informationsentwicklung. Also die kurze, schnelle,
dann die so eine mittlere Informationsebene, in dem Bereich bewegen wir uns dann mit diesem Scrollytelling, wo man sagt, für ein paar Minuten Zeit kann ich mir so ein paar Fakten aneignen, das Wichtigste, das Relevante. Und dann habe ich die dritte Ebene, wo ich sage, okay, ich habe eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit, mir dieses Poster genau anzugucken und mir irgendwas da an Informationen rauszusuchen, damit ich im besten Falle danach etwas schlauer bin. Und darum geht es ja eigentlich bei all den Dinge, die ich da gemacht habe, nämlich am Ende die Leute etwas schlauer zu machen, also Wissen zu vermitteln. Wir hatten bei unserer Infographics Group, so hieß ja die Firma dann, heute heißt sie Sapera, aber wir hatten so einen Spruch entwickelt, also einen Leitspruch für uns, der hieß Enabling Knowledge, was es eigentlich ganz gut beschreibt, also Wissen zu ermöglichen. Also wir können ja nur das so aufbereiten, dass wir Wissen ermöglichen. Die Arbeit muss am Ende dann von dem Betrachter kommen. Und der muss die Bereitschaft haben, eben lernen zu wollen oder sich Wissen aneignen zu wollen. Und das, finde ich, ist für mich das Spannende jetzt über diesen ganzen Zeitraum, was ich beobachtet habe. Wie kann ich als Gestalter darauf eingehen, auf diese ganzen neuen Medien, Umstände? Es wird, passiert natürlich noch viel mehr. Ich habe so Themen ausgelassen wie Augmented Reality, Virtual Reality, Audio, also Assistenten, Displays, also es gibt so viel, was überall um uns herum demnächst auch noch kommen wird. Und da frage ich mich auch, wie kann man dort Wissen vermitteln in den Feldern? Genau, und es geht am Ende um das Bedürfnis, ne? Das Bedürfnis der Menschen. Wie kann man das Bedürfnis stillen nach Informationen in diesem riesigen Daten- und Informations- und Bilderdschungel, den wir da draußen haben? Ja, dann vielen, vielen Dank. Kleiner Applaus von den meisten wahrscheinlich jetzt in Form von Emojis und so weiter. Vielen, vielen Dank. Das ist gut. Das ist, ich finde es so wertvoll, so deine Stimme zu den Arbeiten zu hören.